Was geht ab? Schopperium ist wieder am Start. Ja, und es ist schon wieder soweit. Wir haben jetzt den ersten Advent. Wer hätte dann im Juni gedacht, dass wir jetzt schon wieder fast Weihnachten haben? Die Zeit vergeht, schau mal, hat doch. Ajo, hier hör schon mal zu, machen wir dieses Jahr wieder ein Gewinnspiel. Ah ja, klar. Wie jedes Jahr machen wir auf unserem Kanal so ein kleines Gewinnspiel, weil wir gerne mal unsere Zuschauer mal ein bisschen was beschenken wollen. Aber wie gesagt, ist nichts Großes, aber so eine Kleinigkeit, so als kleines Dankeschön auch für euren Support und dass ihr immer für uns da seid und immer fleißig unsere Videos schaut. Und ja, deswegen gibt es auch dieses Jahr natürlich wieder ein kleines Gewinnspiel. Was muss man dafür tun? Also im Endeffekt muss man gar nichts dafür oder gar nicht viel dafür tun. Ihr müsst eigentlich nur den Kanal abonnieren, ihr müsst das Video liken. Auf jeden Fall. Und ja, und wie jedes Jahr braucht man natürlich auch wieder ein Hashtag. Und ich habe jetzt die letzten beiden Jahre ein bisschen rumgewurstet mit meinen Würsten. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass die Dame sich dieses Jahr ein Hashtag ausdenkt. Und was nehmen wir dann für ein Hashtag? Wir nehmen dieses Jahr Hashtag Zimtstern. Ja, also Hashtag Zimtsterne, Zimtstern. Nicht Einzahl. Hashtag Zimtstern in den Kommentaren reinschreiben. Richtig. Und dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Jo, und was gibt's zu gewinnen? Wir haben uns gedacht, ja, weil es ja auch scheiß Zeiten sind, auch gerade mit Benzinpreis und so, haben wir uns gedacht, dass wir 3 Gutscheine verlosen. Ein 20-Euro-Gutschein für den Erstplatzierten, für den zweiten und dritten Platzierten gibt es dann einen 10-Euro-Gutschein. Und da haben wir gesagt, wir wollen gerne das als Tankgutschein verlosen. Aber Steffi hat dann gesagt, ah ja, du, vielleicht hat auch nicht jeder Interesse an so einem Tankgutschein oder hat vielleicht gar kein Fahrzeug und sind aber trotzdem Abonnenten. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, dass wir sagen, ihr könnt euch dann aussuchen, wollt ihr einen Tankgutschein haben oder wollt ihr lieber einen Amazon-Gutschein? Genau. Gell? Jo, und die Auslosung findet dann ganz normal am 3. Advent statt. Und ja, wie ihr kennt es ja schon, der Zufallgenerator wird dann natürlich euren Namen oder beziehungsweise dann das Hashtag auslosen. Wie sagt man? Losen. Auswählen. Ja, auswählen. Genau. Ne? Und wenn ihr dann der oder diejenige seid, die der den Gutschein gewinnt, ja, man muss immer gucken, dass das immer alles so wir politisch korrekt ist. Auf jeden ist, Fall an. Dann schreiben wir euch an. Ja, ihr sendet uns dann eure Adresse und dann gucken wir, oder das ist auch der Grund, warum wir es am 3. Advent verlosen, damit ihr das vor Weihnachten noch in eurem Briefkasten habt. Ne? Genau. Ja. Sollte es auch wieder gewesen sein, gell? Dann sollte es im Endeffekt auch schon wieder gewesen sein. Ist nur ein kleines Video. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder am 3. Advent, dann zur Auslosung, gell? Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst euch die Adventszeit gut kommen, gell? Tut was für Geist und Seele und vor allen Dingen auch für den Körper, gell? Plätzchen essen, Glühwein trinken. Alles, was schön und geil macht. Ihr wisst Bescheid. Ja, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Wir danken euch auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Folgt uns auf Facebook und Instagram, verpasst ihr auch nie was, wie zum Beispiel unser Gewinnspiel. Und ansonsten können wir nur sagen, bleibt schön gesund, hübschen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Macht es gut. Viel Glück. Viel Glück.